Der Krieg gegen die Ukraine und seine schrecklichen Folgen. Einige davon sind bisher kaum im Fokus, und zwar die Schäden für Natur und Umwelt. Schäden, die über Jahrzehnte nachwirken werden, weil ganze Lebensräume betroffen sind. Ganze Regionen werden verseucht durch offenbar gezielte Angriffe auf Industrieanlagen. Und auch viele Tiere leiden unter dem Krieg, sofern sie ihn überhaupt überleben. Judith Schacht berichtet. Wie geht es dem verletzten Fuchs? Geborgen aus dem umkämpften Kharkiv. Mehrmals täglich schaut die passionierte Tierschützerin Natalia Popova nach. Ihr Tierasyl wird von Spenden finanziert. Er war in einem sehr schlechten Zustand. Als er uns gebracht wurde, hatte er deutliche Symptome einer Vergiftung durch Chemikalien. Was ihm genau passiert ist, das wissen wir natürlich nicht. Tierärzte helfen, schwere Kriegswunden zu versorgen. Aber nicht jedes Tier kann gerettet werden. Auch um den Fuchs mussten sie kämpfen. Er hatte nur geringe Chancen zu überleben. Aber er hat es geschafft. In wenigen Tagen lassen wir ihn wieder frei in die Wildnis. Nicht nur Tiere im Wald geraten unter Beschuss, sondern auch der Wald selbst. Artilleriegefechte zerstören Bäume und Boden unmittelbar. Doch eine noch größere Gefahr sickert fast unsichtbar in den Boden. Toxische Metalle und Substanzen von Panzern und Waffen, die den Boden über Jahrzehnte verseuchen werden. Rund 30% unseres Territoriums war besetzt oder ist es noch immer. Dort wird gekämpft. Das ist eine immense Bedrohung. In Zahlen kann man von rund 500.000 Hektar Land sprechen. Das ist riesig. So groß wie einige der europäischen Länder. Boden und Wälder sind nicht nur verseucht, sondern häufig auch vermint. Im befreiten Cherson versucht man, den Boden von Minen zu säubern. Wann hier wieder Landwirtschaft betrieben werden kann, ist kaum absehbar. Explosionen mit dicken Rauchwolken gehören zum Kriegsalltag in der ganzen Ukraine. Schädliche Gase verpesten die Luft, vor allem dann, wenn Industrieanlagen bombardiert werden, die gefährliche Substanzen produzieren. Finanziell gesehen verursacht die Luftverschmutzung unter allen Umweltschäden die größten Kosten. Zerstörung und Feuer an Industrieobjekten oder Chemiefabriken, Feuer in Wäldern, all das geht in die Luft. Und das hat langfristige Folgen, die wir noch in Jahren oder Jahrzehnten sehen werden. Auch das Meer leidet dauerhaft unter dem Krieg. Durch Kriegsschiffe kommt Öl ins Meer. Ihr Lärm sorgt für Stress bei den Meerestieren. Experten sagen, dass seit Kriegsbeginn 20 Mal mehr tote Delfine an den Küsten angeschwemmt worden sind. Ob Wasser, Boden oder Luftverschmutzung, die ukrainischen Behörden versuchen, Beweise für Straftaten zu sammeln. Ein Ermittlerteam der staatlichen Umweltbehörde hat den Justizbehörden Beweismaterial zur Verfügung gestellt. Bis jetzt gibt es mehr als 2200 erfasste Fälle von Verbrechen gegen die Umwelt. Ob es gelingen wird, Russland zur Rechenschaft zu ziehen, ist offen. Zurück zu Natalia, die nachschaut, wie es ihren Schwänen geht. Sie waren unter schweren Beschuss geraten, konnten nicht einmal mehr stehen. Wochenlang hat Natalia sie hochgepäppelt. Sie ist stolz, dass sie jetzt zumindest wieder laufen können. Leider konnten wir die Flügel nicht retten. Übermorgen ist die Operation für die Amputation. Die Schwäne werden dann immer in einem Gehege leben müssen. In die freie Natur können sie nicht mehr. Der Krieg geht weiter und ein Ende ist nicht in Sicht. Was das für die Tierwelt bedeutet, Natalia mag es sich nicht vorstellen. Für die Tiere bedeutet das einfach nur Tod. Und der Tod von Fauna und Flora bedeutet den Tod des ganzen Ökosystems. Das Schreckliche, das gerade passiert, hat Konsequenzen. Nicht nur für die Ukraine, denn die Balance der Umwelt weltweit geht verloren. Über 400 wilde Tiere sind seit Kriegsbeginn zu Natalia gebracht worden. Auch wenn sie einigen helfen konnte, hat der Krieg Tieren und Umwelt irreparable Schäden zugefügt.